Was uns mit den Athleten von Swiss-Ski verbindet? Wir kümmern uns bereits heute um die Energie für morgen. BKW, offizieller Sponsor von Swiss-Ski. Nina Weirater, der Auftakt in die Schweizer Rennen im Finale des Weltcups in die letzte Phase, da ist noch gut geglückt. Seid ihr zufrieden mit dem heutigen Rennen? Nicht hundertprozentig. Also, vierter Platz ist immer ein bisschen schade. Ich habe auch schon gemerkt, als ich ins Ziel kam, es war nicht alles, was gegangen wäre. Ich habe es probiert zu riskieren, aber ich habe noch ein, zwei Fehler gemacht. Und ja, es ist ein bisschen schade, aber es ist natürlich auch nicht völlig ungeglückt, vierte. Jetzt gestern hat die Kronenzeitung die Geschichte gebracht, dass der Andi Evers eventuell würde zum österreichischen Skiverband wechseln. Habt ihr das wahrgenommen oder war das für euch gar kein Thema gewesen? Nein, also ich höre es jetzt gerade zum ersten Mal. Nein, habe ich noch nicht gewusst. Also da ist wahrscheinlich nichts dran, dann bleibt der Andi Evers bei euch. Ich würde es schon sagen, also was ich weiß schon, wir sind noch schon ein bisschen planen für die nächste Saison, also ich weiß von dem noch nichts, aber wir haben auch noch nichts unterschrieben, von dem her kann ich so nicht zu fix sagen. Jetzt geht es ja Richtung St. Moritz, wie seid ihr zuweg oder seid ihr eingestellt auf die Pisten in St. Moritz? Das ist ja ziemlich eine schöne und aber eine schwere Piste. Ja, ich liebe St. Moritz, also ich hatte zwar schon auch mega schlechte Rennen gehabt, letztes Jahr ist mir gerne gelaufen in St. Moritz, aber ich bin mega gerne dort, ich habe gerne den winterlichen Schnee, den es hoffentlich gibt. Ich habe mal den Wetterbericht angeschaut und es schaut recht kalt aus. Also ich glaube, dass es mega super Schnee wird und es gefällt mir natürlich. Aber dass ihr dort fast keine Anhaltspunkte habt vom Gelände her, ihr habt keine Bäume in der Nähe, nichts, das ist keine Schwierigkeit für euch? Ja, wenn es Nebel hat, schon. Prima, merci vielmals, Tina. Danke.